Im Idealfall lassen Eltern ihre Kinder lernen, sich selbst zu helfen. Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen oder solche, die sich zu sehr engagieren, erreichen das Gegenteil. Deren Kinder erlernen oft Hilflosigkeit und glauben daher, dass sie weder ihr Leben kontrollieren noch ihre Umwelt ändern können. Die erlernte Hilflosigkeit wurde erstmals von zwei Forschern entdeckt, die Hunde darauf konditionierten, Elektroschocks zu ertragen. Martin Seligman und Stephen F. Meyer führten ihr Experiment mit drei Gruppen von Hunden durch. Die Hunde der ersten Gruppe wurden in Käfige gesperrt und mussten eine gewisse Zeit warten, bevor sie freigelassen wurden. Diese Hunde waren die sogenannte Kontrollgruppe. Die zweite Gruppe wurde ebenfalls in einen Käfig gesperrt und erhielt von unten Elektroschocks. Wenn sie einen Knopf drückten, hörten die Schocks auf. Sie lernten, dass sie den Schmerz stoppen konnten. Die dritte Gruppe von Hunden wurde auch den Elektroschocks ausgesetzt, hatte aber keine Möglichkeit, sie zu stoppen. Nach der Konditionierung wurden alle drei Gruppen in eine Kabine gesteckt, die auf einer Seite Schocks abgab, auf der anderen aber nicht. Die erste und die zweite Gruppe von Hunden lernten schnell, den Schocks zu entgehen, indem sie über die Wand sprangen, die die beiden Seiten der Kabine trennte. Die dritte Gruppe von Hunden machte keinen Versuch, den Schocks zu entkommen. Sie hatten die kognitive Erwartung entwickelt, dass sie den Schmerz nicht vermeiden konnten. Seligman und Meyer führen dies auf erlernte Hilflosigkeit zurück. Auch Kinder können davon betroffen sein, wie diese stark vereinfachte Geschichte beweist. Dies ist die Geschichte von Joe. Während andere Kinder rennen durften, wurde dieser süße kleine Junge in eine Gehhilfe gesetzt, damit er sich nicht verletzen konnte. Und so lernte Joe schon früh, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen sein Vater zu Hause war, sagte er Joe, er solle abhärten und ein starker Junge werden. Aber ohne ein Vorbild fehlte Joe die Motivation, den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden. Er begann, sich minderwertig zu fühlen. Mit der Zeit wurde dieses Gefühl immer stärker. Immer wenn es ein Problem gab, griff seine Mutter ein und half. Joe begann den Glauben zu verinnerlichen, dass er sich selbst nicht helfen konnte, wenn er mit Herausforderungen konfrontiert wurde. Wann immer er eine wichtige Entscheidung zu treffen hatte, fragte er seine Mutter um Rat. Tief im Innern nahm er ihr übel, dass sie ihm nicht erlaubte, unabhängiger zu werden. Was denkst du? Wie können wir denen helfen, die den Weg aus ihrem toxischen Leben nicht sehen? Wie können wir ihnen helfen, sich selbst zu helfen? Teile deine Gedanken und deine eigenen Erfahrungen mit erlernter Hilflosigkeit in den Kommentaren unten mit. Dieses Video wurde von Blinkist gesponsert. Entdecke mit der Blinkist-App das Wichtigste aus über 5000 Sachbüchern zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten. Ein Blink, auf den wir kürzlich gestoßen sind, ist das Buch Selbstbild von Carol Dweck. Welches Selbstbild ein Mensch hat, beeinflusst, wie er mit Anstrengungen und Niederlagen umgeht und wie viel er an sich selbst zu arbeiten bereit ist. Das Buch zeigt, wie man sein Selbstbild verändern kann, um seine Ziele zu erreichen. Wenn du mehr über dieses Buch erfahren möchtest, aber wenig Zeit hast, schau dir Blinkist an und probiere Blinkist Connect aus. Lade einen Freund oder eine Freundin umsonst zu Blinkist ein. Erhalte 25% Rabatt auf Blinkist Premium und genieße 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Klick auf den Link in der Infobox und starte eine kostenlose 7-Tage-Testversion.